Vorbereitungen für den Nikolaus-Spendenlauf in Montabaur. Es ist der erste Advent und egal ob klein oder groß, ob jung oder ein bisschen älter, sie alle wollen gleich eine halbe Stunde für den guten Zweck laufen. 2013 ist aber auch eine Premiere, denn der Lauf hat ein neues Konzept. Also wir haben geändert, dass wir gesagt haben, wir geben die Stiftungsgelder von der Münzstiftung an die Vereine direkt und an die Schulen und wir fördern die Schulen und Vereine mit den meisten Kindern, die heute ankommen. Doch vor dem Ankommen steht erstmal der Start und der ist beeindruckend. Denn 500 Teilnehmer, darunter 300 Kinder, das ist neuer Rekord. Ich finde es immer toll, wenn wir es schaffen, die Leute zu bewegen zu bringen, also zum Laufen zu bringen. Wir haben schon wirklich viele dazu gebracht und ich freue mich über viele Stammkunden, also Stammläufer, wenn die ihre Kinder mitbringen und die nächste Generation da reinwächst. Ja, das macht Freude. Die teilnehmenden Schulen und Vereine liefen um insgesamt 6.500 Euro Spendengelder. Wer die größte Gruppe stellte, der bekam am Ende auch den größten Scheck. Münz Sportkonzept hatte für jeden Teilnehmer beim Firmenlauf in Koblenz im Sommer 50 Cent an die Münz-Stiftung gespendet. Diese fördert den Sport bei Kindern und Jugendlichen in der Region und gab das Geld beim Nikolaus-Spendenlauf an aktive Vereine und Schulen weiter. Das lockte viele zu diesem Lauf, etwa die U16-Fußballer der Spielvereinigung EGC Wirges. Wir hatten kein Spiel dieses Wochenende. Die Jungs haben spontan gelesen im Internet, dass es heute stattfindet und haben gesagt, lass uns da hingehen, lass uns einfach mitmachen als Team. Es waren alle dabei. Wir Trainer wurden gar nicht gefragt, das war selbstverständlich und haben wir gesagt, klar, machen wir. Für die Plätze 3 bis 8 gab es jeweils einen Scheck in Höhe von 500 Euro, so auch für die Fußballer aus Wirges. Doch was tun mit dem Geld? Das ist relativ einfach. Die Jungs haben das mit einem gewissen Hintergedanken schon auch gemacht. Wir fahren nach Spanien nächstes Jahr und das hilft uns natürlich, die Fahrt ein bisschen finanziell zu erleichtern, ist klar. Stets aktiv, wenn es in der Region um den Sport geht, ist auch die RSG Montabaur. Heiko Spitzhorn erklärt, warum. Weil wir ein Verein sind aus Montabaur und uns auch hier heimisch fühlen, die ganzen Sportstätten hier auch nutzen. Und bei so einer Gelegenheit können wir ein bisschen trainieren, ja, wobei das erst in zweiter Linie wichtig war heute. Es war eigentlich nur ein Treff, ein lockerer Lauf. Wir haben die Idee aufgegriffen von Bernhard Münz und sind dem Ruf gefolgt. Und letztendlich haben wir dann auch gedacht, okay, wenn wir hier mit 20 oder 30 Kindern starten können und so ein bisschen was in die Vereinskasse dazu bekommen, dann nehmen wir das auch gerne mit. Für Rang 3 gab es am Ende 500 Euro für die RSG. Geld, das genutzt wird, wenn die Tri-Kids im kommenden Jahr ins Trainingslager nach Mallorca fliegen. Der größte Scheck ging in diesem Jahr an die Heinrich-Roth-Realschule Plus, die im Sportunterricht viel läuft und manchmal eben auch an einem Sonntag. Also wir starten Anfang des Schuljahres sowieso immer so mit Ausdauerläufen, ziehen das dann bis zu den Herbstferien durch und ja, als dann der Aufruf kam, dann sind natürlich dann die Sportkollegen dann durch die Schule gezogen und haben dann ihre Klassen dann motiviert, die Klassenlehrer haben dann noch mitgezogen, sodass wir 66 Teilnehmer knapp an den Start bringen konnten dieses Jahr. 500 Starter, das war ein neuer Teilnehmerrekord beim Nikolaus-Spendenlauf in Montabaur. Es war eine gelungene Premiere des neuen Konzeptes. Wer vor Ort ist, wer mit vielen Kindern und Jugendlichen aktiv ist, der wird auch mit einer Spende belohnt. Das wird sich rumsprechen. Gut möglich, dass 2014 noch mehr Nikolaus-Mützen durch die Innenstadt von Montabaur laufen.